Chères étudiantes, chers étudiants, chères collaboratrices et collaborateurs, chers collègues, mesdames et messieurs, le semestre d'automne est en train de se terminer et il s'est déroulé un peu différemment par rapport à ce que nous avions espéré. Après un début avec une grande partie des cours en présentiel, nous étions contraints, au vu de la montée importante des infections, de revenir, à quelques exceptions près, vers un enseignement à distance et en partie au télétravail, avec toutes les conséquences que nous connaissons pour la vie sur le campus. Soyez assurés que l'université fait de son possible pour soutenir les membres de la communauté universitaire dans cette situation particulière que nous vivons. Ainsi, les bâtiments universitaires sont accessibles et les infrastructures de recherche continuent à fonctionner, un aspect important pour beaucoup d'entre vous. Différents services, tels que Unisocial ou le service psychologique, sont également à disposition. Nun stehen die Weihnachtsfesttage vor der Tür und dieses Jahresende wird sich wohl für uns alle sehr speziell gestalten. Für einige von Ihnen ist es sogar nicht sicher, ob Sie Weihnachten mit Ihren engsten Familienangehörigen verbringen können, beziehungsweise ob Sie diese überhaupt sehen können. Ich hoffe und wünsche sehr, dass Sie gleichwohl auf die eine oder andere Art nicht nur mit Ihren Liebsten in möglichst engem Kontakt, auch in Zeichen des sogenannten Social Distancing, bleiben können, sondern dass Sie auch frohe Festtage verbringen können, die es Ihnen erlauben, mit Zuversicht auf das nächste Jahr zu blicken. Und wie sich dieses gestalten wird, wissen wir im Einzelnen nicht. Das ist freilich kein Alleinstellungsmerkmal des Jahreswechsels 2021. Gleichwohl kommen dieses Mal zusätzliche Unsicherheiten hinzu und die Pandemie hat uns vor Augen geführt, dass zahlreiche Aspekte unseres beruflichen und privaten Lebens, welche wir bislang als selbstverständlich erachtet haben, wie zum Beispiel einen Kaffee mit Kollegen, Kolleginnen zu trinken, gerade nicht selbstverständlich sind. Ainsi, nous devons aussi gérer beaucoup d'inconnus et nous adapter à des développements que nous ne pouvons que marginalement influencer en tant qu'individu. Il faut alors apprendre à vivre avec une certaine insécurité par rapport à un certain nombre de conditions de base pour nos études, notre travail, mais aussi pour notre vie privée. En ce qui concerne tout particulièrement le semestre de printemps 2021, la question si et le cas échéant comment nous pouvons retourner vers un enseignement en grande partie en présentiel est pour l'heure ouverte. Ceci dit, la direction de l'université et les facultés vont tout mettre en œuvre afin de pouvoir retourner dans la mesure du possible au présentiel. Car il ne faut pas se leurrer, le début du semestre d'automne a aussi illustré que les échanges directs constituent un élément essentiel de la formation et de la vie universitaire. Une vraie confrontation d'idées, le développement de certains arguments et de la capacité d'analyse, mais aussi des discussions et rencontres spontanées ne peuvent se passer sans les contacts humains et sociaux liés à une présence physique sur le campus. In diesem Sinn hoffe ich sehr, Sie alle mit viel Enthusiasmus und Energie zu Beginn des Frühlingssemesters 2021 auf dem Campus begrüßen zu können. Für heute ist es mir ein großes Anliegen, Ihnen allen an dieser Stelle für Ihren großen Einsatz und Ihr Verständnis in dieser Krisensituation zu danken. Den Studentinnen und Studenten für ihre Flexibilität und ihre Offenheit für neue und andere Lehrformen. Den Forschenden für ihr Verständnis dafür, dass ihre Projekte mitunter nicht ganz wie geplant durchgeführt werden können. Den Dozierenden für ihren außerordentlichen Einsatz für die Lehre unter schwierigen Bedingungen und dem technischen und administrativen Personal der Fakultäten und der zentralen Verwaltung für die vielfältige Unterstützung der Universitätsangehörigen und das besonnene Angehen der sich stellenden Herausforderungen. Auch wenn es manchmal schwierig ist, sehen wir die derzeitige Situation auch als Chance und Gelegenheit, uns sowohl auf individueller als auch institutioneller Ebene weiterzuentwickeln, sei es im Umgang mit Unvorhergesehenem, im Erlernen neuer Unterrichtsmethoden oder auch in Bezug auf die Fähigkeit, scheinbar Selbstverständliches schätzen zu lernen und den Blick für die wesentlichen Dinge des Lebens nicht aus dem Auge zu verlieren. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir auch im nächsten Jahr möglichst konstruktiv und fantasievoll mit der Situation umgehen können und vor allem, bleiben Sie gesund, tragen Sie Sorge zu sich und Ihren Nächsten
und verbringen Sie geruhsame und zuversichtliche Festtage.